Ja, wenn ihr hierfür eine Erklärung erwartet habt, dann habt ihr offensichtlich eine massive Wissenslücke in Sachen Science Fiction. Ich erkläre gewiss nichts dazu. Stanley Kubrick hat schließlich auch niemandem erklärt, worum es in 2001 A Space Odyssey geht. Umso mehr bin ich auf die Kommentare zu diesem Intro gespannt. Ich finde es nur super, dass es ausgerechnet eine 9000er Serie von Philips gibt. Und von dieser 2001er Odyssee kommen wir zu einer anderen. In dieser Folge kümmern wir uns mal um Spielzeug, und zwar um eine Videospielekonsole der allerersten Generation. Viel Spaß mit der Philips Odyssey 2001. Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun. Ich hasse nicht Dave. Ich kann schlecht etwas über die Philips Odyssey erzählen, ohne zumindest einmal ihre wesentlich berühmteren Vorgängerinnen erwähnt zu haben. Befindet sich darunter doch die Spielekonsole, welche von sich selbst behauptet, die kommerziell erste ihrer Art gewesen zu sein, die Begründerin des Videospielezeitalters, das Alpha der ersten Spielekonsolengeneration, die Magnavox Odyssey. Das Jahr ist 1972 und so hat das Teilchen damals ausgesehen. Und wenn sich's gut gehalten hat, sieht so heute auch noch aus. Bezeichnend für die Konsolen der ersten Generation oder Telespiele, so nannte man das hierzulande, war die Tatsache, dass die zur Verfügung stehenden Spiele allesamt fest verdrahtet waren. Der Spieler hatte also keine Möglichkeit, etwa mit Spielemodulen, andere Spiele benutzen zu können. Ebenso typisch für diese Generation ist die Basis der meisten Spiele, alles erinnert irgendwie an das klassische Pong. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man statt Joysticks meist Paddles, also Drehregler, vorfindet. Damit es nicht so schnell langweilig wurde, half man analog nach. Es gab selbstklebende Folien, die man quasi als Spielfeldhintergrund auf den Fernseher aufbrachte, sowie zusätzliche Spielelemente wie etwa Karten und Würfel eines normalen Brettspiels, welche das Spielerlebnis im Prinzip auf den heimischen Wohnzimmertisch erweitert haben. Rein technisch allerdings entzieht sich diese Konsolengeneration unserer heutigen Norm total. Hauptprozessor? Haben wir nicht. Arbeitsspeicher? Brauchen wir keinen. Grafik? Farbe? Ja, Monochrom reicht völlig aus und Sound? Nee, lassen wir mal sein. Die Magnavox Odyssey erschien, wie gesagt, 1972 in den USA und 1973 in Europa. Sie kostete damals initial 99 US-Dollar, klingt wenig, aber heute wären das über 500 Dollar und wurde bis 1975 vermarktet. In Deutschland übernahm die Vermarktung übrigens das Label ITT. Bereits 1966 entwickelte ein Team um Ralph Baer erste Vorgänger der Konsole und 1968 dann die sogenannte Brown Box, welche der Prototyp der Odyssey ist. Zur Konsole selbst gäbe es noch viel, viel, viel mehr zu erzählen. Wenn ich doch nur selbst eine hätte, dann würde ich gewiss dazu auch eine eigene Folge machen, aber dem ist leider nicht so. Das Unternehmen Magnavox stellte bis dahin übrigens Radios, Fernsehgeräte und Plattenspieler her. Und besonders sei erwähnt, dass der erste Plasmabildschirm, wenn auch nur für militärischen Gebrauch, bereits in den 1960er Jahren von Magnavox entwickelt worden ist. 1974 kaufte Philips Magnavox auf. Die letzte Magnavox Odyssey der ersten Generation mit der Bezeichnung 4000 entspricht, bis auf ein paar wenige, aber nicht unwichtige Details, der 1977 exklusiv in Europa erschienenen Philips Odyssey 2001. In den 70ern war alles brown und so folgt auch das Design der 2001 der Stilrichtung Brown and Browner, wobei... Keine Panik, das hier ist nur die Unterseite.
Von der anderen Seite fällt mir einfach kein anderer Begriff als Spacig ein. Wenn ich mir das Teilchen im Allgemeinen so betrachte, große Flächen, klare Linien, einfache Formen. Die Odyssey träumt noch den Traum der großen Raumfahrt ihrer Tage. Unterstrichen wird das durch diesen großen Aufkleber mit reflektierenden Elementen sowie natürlich diesem Schriftsatz. Was gleich ins Auge fällt, ist das gänzliche Fehlen jedweder Bedienelemente am Hauptgerät. Umso deutlicher wird dies, wenn wir uns parallel dazu die Magnavox Odyssey 4000 anschauen, also quasi die US-Schwesterkonsole. Sie hat das gleiche Gehäuse, jedoch finden wir hier eine Menge Schalter, darunter sowas Rudimentäres wie einen Power-Switch zum Ein- und Ausschalten. Die 2001 hingegen hat tatsächlich gar nichts in dieser Richtung. Was die ansonsten komplett glatte Oberfläche unterbricht, ist diese Klinkenbuchse hier am Heck. Und die ist nicht etwa für den Anschluss von externen Lautsprechern oder Kopfhörern gedacht, nein, hierüber wird die Konsole mit Strom versorgt. Eine recht seltsame Lösung, wie ich finde, denn das Ziehen des Steckers unter Last, also im laufenden Betrieb, führt gerne mal zu einem lustigen Funkenflug im Inneren der Konsole. Es ist also generell angeraten, besser gleich das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen. Die Versorgungsspannung beträgt übrigens 18,6 Volt, ein ungewöhnlich hoher Wert, welcher freilich keinem Standard entspricht. Der Anschluss an den Fernseher erfolgt zeitgenössisch über dieses Antennenkabel in Hochfrequenztechnik, was für so manches moderne Fernsehgerät allerdings schon ein gewisses Problem darstellen könnte, denn ein analoger Antennenanschluss ist heute nicht mehr unbedingt zwingend an jedem Gerät vorhanden. Für die Spiele das Wichtigste sind natürlich die Bedienelemente. Diese sind bei der 2001 in Form von zwei Paddles ausgelegt. Drehregeln, mit denen die Schläger über den Bildschirm bewegt werden. Diese Kästchen liegen eher mäßig in der Hand und es ist daher vielleicht anzuraten, sie besser abzustellen. Was die Unterscheidung von Spieler 1 und 2 angeht, so hat man Farben sprechen lassen, grün und blau, eine, wie ich finde, viel nettere Lösung, als einfach nur 1 und 2 draufzuschreiben. Die Paddles haben jeweils einen Knopf. Da denkt man zwangsläufig erst einmal an einen Feuerbutton oder einen Actionknopf, aber weit gefehlt, denn geschossen wird hier nicht. Das sind allesamt friedliche Spiele. Wir sind noch weit weg von den bösen Killerspielen der 90er Jahre. Immer dran denken, hier inmitten des Kalten Krieges war die Welt noch in Ordnung. Sozusagen. Nein, diese Knöpfe hier sind für etwas anderes. Der grüne Knopf setzt den Punktezähler zurück. Und der blaue Knopf ist für das Wechseln des gerade laufenden Spieles zuständig. Dreht man die Paddles an den oberen Anschlag und betätigt dann den grünen Knopf, so verstellt man die Spielschwierigkeit, indem man die Größe der Paddles ändert. Wie genau, das schauen wir uns gleich im Gameplay an. Die Paddles an sich sind an über 160 cm langen Kabeln befestigt, welche ordentlich in diesen Fächern verstaut werden können. Das Kabel des Netzteils ist nochmal ein paar Millimeter länger. Werfen wir zunächst noch einen Blick ins Innere. Die schiere Größe der Konsole lässt immerhin auf eine mächtige Hauptplatine schließen. Das Öffnen geht übrigens über diesen Schnellverschluss hier, was ich äußerst bemerkenswert finde. Man braucht dafür nicht mal ein Werkzeug, ein Geldstück tut's auch. Zack und offen. Tja, als ich zum ersten Mal hier reingeschaut habe, da war ich schwer enttäuscht. In dem Gehäuse ist ja praktisch nichts drin. Da wäre Platz gewesen für alles Mögliche, aber offensichtlich hat der National Semiconductor Chip MM57105 bereits eine so hohe Integrationsdichte, dass man die Hauptplatine eigentlich auch in einer VHS-Kassette hätte verstauen können. Die Original Magnavox Odyssey hatte nebenbei bemerkt ein Batteriefach für den Betrieb. Batterien hätten hier drin auch noch Platz gefunden. Das ist also das ganze Hexenwerk. Der MM57105 ist praktisch das Herzstück. Auf ihm läuft alles ab. Hier sind die Spiele drin, hier gehen die Paddle-Informationen rein, hier kommen die Video- und Audio-Informationen heraus. Zum Betrieb braucht das Teilchen lediglich Strom und einen Taktgeber und der sitzt in Form eines Quarzes hier und schiebt den MM-Chip mit einem sagenhaften Megahertz an.
Der zweite Chip auf der Platine ist der LM1889 und der hat als einzige Aufgabe, aus den Informationen des MM-Chips ein Hochfrequenz-TV-Signal zu machen, welches dann über das Koaxialkabel an den Fernseher geschickt wird. An genau dieser Stelle hier würde sich also ein AV- oder S-Video-Mod richtig gut machen. Nur leider habe ich bislang kaum entsprechende Informationen dazu gefunden. Wenn ihr da etwas Entsprechendes auf Lager habt, dann immer mal her damit. Der Rest ist Beiwerk und ich kann euch gar nicht genau im Detail sagen, was genau für was zuständig ist. Dieser Drehkondensator hier und jenes Potentiometer da beeinflussen die Darstellung auf dem Fernseher. So viel konnte ich herausfinden. Vor allem mit dem Poti kann man ein eventuell unruhiges Signal feinjustieren. Allerdings solltet ihr hierfür stets einen nicht-metallischen Schraubendreher verwenden, denn allein das Berühren mit einer metallischen Klinge beeinflusst bereits das Ergebnis. Bei dem Freund hier tippe ich auf einen Gleichspannungsregler. Der hat sein kleines Kühlblech da auch ziemlich nötig, der wird nämlich ziemlich warm im Betrieb. Ein kleiner Gag noch hier. Ganz offensichtlich hatten die Odysseys 4000 und 2001 die gleichen Formen für das Kunststoffgehäuse, denn bei der 2001 finden wir hier die Freimachungen für die Schalter, welche die 4000 hat, die 2001 aber eben nicht. So, das soll's sein für die Innereien, machen wir den Deckel wieder drauf und klemmen das Ding endlich mal an. Antennenkabel rein in die Antennenbuchse des Fernsehers, Klinkenpower in die Buchse und der Neugierde halber mal ein Leistungsmessgerät, freilich wieder hochqualitativ von Chibo, vor das Steckernetzteil dran. Ah ja, 30 mA zieht das Dingelchen, das sind wir also so im Bereich um die 7 Watt. Nett. Jetzt kommt, zumindest bei modernen Fernsehgeräten, das große Hoffen und Bangen. Hoffentlich findet der automatische Sendersuchlauf die Odyssey, es sollte so im Bereich Kanal 3 zu finden sein, und hoffentlich taugt dann das dargestellte Bild auch was. Mein kleiner Grundig-Flachmann, den ich sonst immer in den Yesterchips verwende, kriegt beispielsweise kein gescheites Bild hin. Dieser etwas ältere Sony-Plattfisch hier hingegen macht einen ziemlich passablen Job. Generell geht bei solchen Konsolen natürlich nichts über eine echte alte Röhre. Am besten noch eine, wo man an kleinen Stellrädchen noch selber die Kanäle von Hand abstimmen kann. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Damals hat sogar die Fernbedienung einen Namen gehabt und konnte Bier holen. Schauen wir uns jetzt mal das Gameplay an. Und da tue ich mir jetzt schon etwas schwer, denn wie viele Konsolen dieser Tage ist auch die Odyssey 2001 als Two-Player-Only ausgelegt. Es gibt keinen Singleplayer-Modus. Ich muss also beide Paddles gleichzeitig bedienen. Bei den Spielen Hockey und Tennis ist das eine echte Herausforderung. Bei Squash hingegen nicht, denn hier wird, wie im echten Leben auch, abwechselnd nacheinander gespielt. Das Prinzip ist absolut simpel. Der springende Punkt symbolisiert den Ball, mit dem gespielt wird. Der prallt von allem ab, was eine andere Farbe hat als der Hintergrund. Vor allem bei Hockey wird das echt spannend, denn die hier auf- und abhuschenden Punkte kann man selbst nicht beeinflussen, nur jeweils den Torwart, und so kann es durchaus mal zu einem ziemlich schnellen Schlagabtausch auf kürzester Distanz kommen. Der Ball kann zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten im Spiel haben und er prallt in unterschiedlichen Winkeln von einem Hindernis ab. Das sorgt durchaus für einen gewissen Challenge-Faktor. Viel mehr kann man, ob der Einfachheit der Darstellung, eigentlich auch schon gar nicht mehr dazu sagen. Es ist eben Spielen pur. Die absolute, mit der Zeit hypnotische Reinkultur des Telespiels. Keine unnötigen Grafikspielereien lenken das Auge ab, keine dudelnde Hintergrundmusik versucht uns eine gewisse Stimmung zu suggerieren, keine langatmige Story erzählt uns die rührselige Geschichte des armen Tennisspielers, den wir hier übers Feld scheuchen. Eine Besonderheit, zumindest für eine Konsole der ersten Generation, ist die Darstellung des Spiels in Farbe und die Ausgabe von Sound über den Fernseher. Ja, solche heute mehr als billigen Gesichtspunkte konnte man damals als absolute Neuheit verkaufen.
Wie zuvor schon erwähnt, drehe ich jetzt mal ein Paddle ganz nach oben und drücke auf den grünen Knopf und wir sehen, dass so die Größe des Schlägers verändert werden kann. Na und da muss ich jetzt schon sagen, wird's richtig haarig mit dem Treffen des kleinen Bällchens. So hat also der Spieler mit dem grünen Controller einen gewissen Vorteil, denn wenn der blaue Spieler am oberen Spielrand steht, kann er ihn mit seinem grünen Knopf den Schläger verkleinern. So vorprogrammiert und mal was ganz anderes interpretiert in Sachen Abseitsfalle. Bemerkenswert finde ich noch, dass man im laufenden Match die Spiele wechseln kann. Der Ball fliegt dabei unbeirrt weiter. Es ist quasi so, als würde man beim Tennis den Ball hochschlagen, den Tennisplatz wegziehen, eine Squashhalle dafür hinstellen und dann mit dem wieder herunterkommenden Ball einfach weiterspielen. Ein Match ist immer erst dann vorbei, wenn ein Spieler 15 Punkte erreicht hat und nicht, wenn man das laufende Spiel endet. Was fasziniert mich nun so derart an der Odyssey 2001, dass ich unbedingt eine Folge darüber machen musste? Nun, es geht mir prinzipiell nicht um diese eine Konsole, sondern um die erste Generation der Spielekonsolen. Denn man denkt oftmals einfach zu schnell automatisch an Atari, wenn man an frühe Konsolen und an Pong denkt. Dazu sei aber gesagt, dass Nolan Bushnell, der Gründer Ataris, in Sachen Pong von Ralph Baers Magnavox Odyssey abgeschaut hat und nicht andersherum. Zudem sind diese sehr einfachen Konsolen einfach nur eines. Ehrlich. Durch ihre analoge, absolut ladezeitfreie Funktionsweise sind sie quasi Verlängerungen der Spieler selbst. Vom Sofa, über die Finger, durch den Controller bis hinein auf die Mattscheibe. Es gibt keine Cheat-Möglichkeiten, keine Updates, keine Verzögerungen, keine Zwischensequenzen. Kurzum, es ist nur das Spiel und die beiden Spieler, welche die unverfälschbare Duellarena betreten, in eng abgesteckten und nicht alterierbaren Bedingungen gegeneinander antreten und am Ende der Odyssee kann es nur einen Sieger geben. Einen Sieger nach Punkten. Und das, liebe Mädchen und Buben, ist die Seele des Highscore-Prinzips. Xbox und PlayStation haben das übrigens für sich auch wieder entdeckt, mit ihrer saudämlichen Trophäensammelei. Ich möchte die erste Generation der Konsolen als äußerst sozialfreundlich bezeichnen. Warum? Naja, zum Couch-Potato wird man damit gewiss nicht. Sowas kann man einfach nicht stundenlang zocken. Es ist mehr was für den kurzen Spaß zwischendurch. Meinungsverschiedenheit am Tisch? Telespiel einschalten, Duell austragen, glücklich sein. So ähnlich wie im Wilden Westen. Meinungsverschiedenheit im Saloon, gehen wir mal vor die Tür und wer wieder zurückkommt, der hat recht gehabt. 1978 löste die monolith-schwarze Philips Odyssey 2100 die 2001 ab und es folgte danach die Magnavox Odyssey 2 bzw. das Philips Video Pack. Beides Konsolen der zweiten Generation, also mit auswechselbaren Spielemodulen. Im Jahr 77 startete übrigens auch Ataris VCS 2600, welche eine tragische Figur der ersten Videospiele-Ära ist, denn sie verhalf der Branche zum Durchbruch, aber auch zum Fall im berüchtigten Videogame Crash im Jahr 1983. Bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich Begriffe wie Odyssey und 2001 gegoogelt. Na, macht das mal. Vielleicht geht es euch dann wie mir und ihr endet damit, dass ihr euch erstmal oder auch erstmal wieder Stanley Kubricks 1968er Meisterwerk 2001 A Space Odyssey, zu Deutsch 2001 Odyssey im Weltraum reinzieht, was absolut kein Fehler ist. Kaum ein anderer Science-Fiction-Film ist derart gut gealtert wie dieser. Auch wenn er uns klar macht, dass wir hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind, das Jahr 2001 ist schon lange rum und nein, wir waren noch nicht beim Jupiter. So, ihr lieben Leute, das war's mal wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte melden, wenn von euch jemand einen tauglichen AV oder S-Videomod für die 2001 zur Hand hat. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch alles Gute und verbleibe mit einem Adele-Ciao und bye-bye, euer Mick. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.